Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Vlog. Viele haben danach gefragt, ich will jetzt nicht übertreiben mit Hunderttausenden, aber es haben schon einige geschrieben, wann machst du mal wieder einen Vlog? Deswegen gibt es heute mal wieder einen, denn ich fahre gerade zum Friseur. Und ich war das letzte Mal beim Friseur vor 1,5 Jahren etwa. Und ich habe das letzte Mal meine Haare getönt am 30.12.2016. Also die hatten jetzt wirklich echt lange Zeit Erholung und Ruhe. Und ich merke das auch. Meine Haare sind so gesund wie seit 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Ist wirklich kein Scheiß. Ich habe so viel Mist in meine Haare reingehaut über die Zeit von meinem 18. Lebensjahr an oder 17. Lebensjahr an. Es war kaputt, es war einfach nur noch Stroh, es war richtig tot. Und jetzt, ich kann es ja mal kurz aufmachen und euch zeigen, einfach alles wieder prächtig, gesund. Also gut, klar, die Spitzen sind trocken, ne? Die müssen jetzt auch ab, die Spitzen. Aber sonst muss ich sagen, es ist echt Wahnsinn, wie mein Haar sich erholt hat. Und ich bin auch wirklich dankbar und froh, denn es hätte auch anders kommen können. Und jetzt fahre ich gerade zu Domani Art of Hair. Das ist in Vorheim. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es ist das erste Mal. Ich habe mir natürlich auch schon ein paar Sachen angeguckt, was mir gefallen würde. Und jetzt schauen wir mal, ob das umsetzbar ist. Und es muss heute wirklich auch alles sitzen, weil es gibt keine Möglichkeit mehr, eine Korrektur zu machen. Ich bin nämlich ab Montag an bis Freitag in Berlin auf der Fashion Week und ja, da muss es natürlich dann alles perfekt aussehen. Und ich bin auf der Fashion Week zusammen mit 3 anderen Mädels in einer WG, also in einer echt mega geilen Wohnung. Ich freue mich so riesig drauf. Ich bin so gespannt. Und ja, jetzt fahren wir erstmal zum Friseur und dann schauen wir mal, dass die Haare schön werden. Und dann Step by Step wird alles noch geplant jetzt am Wochenende. Und die Nadine hat mich schon ganz herzlich empfangen. Ja. Sie sitzt gerade hier. Hi! Ja, ich wurde auch schon versorgt hier mit Cappuccino natürlich, ne? Weil ich mir heute nur einen Tee heute Morgen gegönnt habe. Das brauche ich erstmal Koffein. Und die Nadine kümmert sich jetzt um mich. Sie ist hier die Chefin, also genau, die Domani Art of Hair. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie das hier aussieht. Also nur mal kurz so ein Rundumblick. Ich bin sehr, sehr weit rausgewachsen. Ja, ja. Ich habe seit 2016, Oktober, September 2020, nichts mehr gemacht. Nichts mehr. Okay. Also ich habe einmal eine Tönung drauf gehabt, rot dann nochmal von Directions, hat sich aber rausgewaschen alles. Problem sein, wenn du rot drin hattest von Directions, wenn man da mit Tönung drauf geht, kann es immer zu Grünpigmenten kommen. Ne? Ja. Aber ich sehe jetzt auch, du hast wahrscheinlich dein Haar ganz schön ein bisschen rangenommen gehabt. Ne? Das war so allgemein, es war echt tot. Da sieht man, dass es schön durchgesträhnt ist und bis hoch, aber ihr Natur mit reinziehen lässt. Genau. So würde ich das bei dir schon auch machen. Das ist auf jeden Fall wie mit den Farbton so in etwa hin. In etwa müssten wir es hinkriegen. Solange wir im warmen Bereich bleiben, müssten wir das hinkriegen. Da sind wir echt ziemlich cool und da ziemlich warm. Ne? Ja. Und das bist ja du auch von Natur. Ja. Also das dürfte mir schon, ich meine, 100% ist immer schwierig, weil es sieht auch ein anders aus. Wie immer. Nee, aber ich hätte gesagt, wir machen hier auf jeden Fall eine tolle Balayage. Ja, wunderbar. Machen das erstmal mit Blondierern, ziehen uns die Sachen hell, die wir brauchen. Ich arbeite aber so, dass es hier natürlich bleibt. Dann natürlich hoffe ich, dass da unten kein Grün mehr entgegenkommt oder so, weil sonst hätten wir, da müssen wir improvisieren. Ja. Aber das schauen wir dann einfach mal. Ansonsten, wie gesagt, baue ich jetzt eine Balayage ein und schaue, dass ich wirklich bis hier hoch arbeite. Ja, wunderbar. Das hat der jetzt immer gemacht mit den Maschine mit den Schneidemaschinen. Ja. Kriegen wir das hin? Möchtest du sowas gar nicht? Ja, kriege ich hin. Ja. Und dann so richtig gerade. Ja, ja. Okay. Genau, perfekt. Ich nehme daheim auch mal Küchenrolle. Das ist echt schön bei mir. Ja.
Ja, ja, dieses Gerade, ne? Ja, okay, das willst du quasi. Auch die Länge so ungefähr? Ich denke, das wird wahrscheinlich besser aussehen. Ja. So, jetzt geht's in den schönen Stuhl hier mit Pinky Pinky. Also das muss ich echt sagen, die Einrichtung hier ist der absolute Wahnsinn. Das sieht richtig toll aus. Ich komme in die Röhre. So, genau, einmal zurücklehnen. Polarplex hat auf jeden Fall dein Haar schon mal sehr gut geschützt. Ja. Fühlt sich noch top an. Das ist schön. Also da kannst du mich dann in einer halben Stunde wieder aufwecken. Ja, hier würde jeder ganz eng sein. Wir sind aber auch ein bisschen hier, wir machen jetzt noch die Abmattierung, dann das Olaplex, dann die Kur. Schön. Olaplex drauf und es wird jetzt noch ein bisschen einwirken, einfach zur Pflege, zur Kur. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Farbe geworden ist. So, ihr Lieben, die Spannung steigt. Irgendwo aufgerissen. Jetzt lüften wir mal ein bisschen. Gleich wird sich Nadine überlegen, ob sie mich weiter behält. Das glaube ich schon. Aber man sieht schon etwas. Ja. Minimal. Natürlich erst perfekt im Trocknen. Ja. Wow. Aber gut, vor allem das war eben das oben, ne? Oh, ja. Ja. Ich kämpfe es dir mal durch, dann siehst du es noch besser wahrscheinlich. Ja. Den schönen Verlauf. Oh ja. Kombiniert mit deiner Naturhaarfarbe und immer heller werden. Bis das kennt ihr gar nicht von mir, ne? Dass ich auf einmal so auf so einen natürlichen Trip bin. Immer blond, blond. Wenn nicht mehr ganz so künstlich, ja, ne? Ja. Ja, aber man muss auf die Haare achten, weil jetzt gibt es zwar Olaplex, ne? Es ist alles ein bisschen schonender. Nicht mehr die Packung aus dem Drogeriemarkt, ne? Die man dann zwei- oder dreimal sich kauft. Definitiv nicht. Da hatte ich ja auch mal eine allergische Reaktion. Ne? Ich habe mir diese Londa-Color, diese Londa-Blendierung drauf und dann ist oh je, das ist eigentlich schon fast lustig. Es sah wirklich schlimm, es sah aus wie ein Dinosaurier, weil meine Stirn angeschwollen ist. Ach, das war wirklich so, dass hier wie Wasser drin war. Ich konnte dann mit dem Finger hier so reindrücken. Die Delle ist aber auch modern in manchen Szenen. Dieses reingedrückte Teil. Ja, aber das war, ich bin da mal, weißt du, ich bin aufgewacht, ne, auf einmal diese Stirn so richtig dick. Das ist ja zu kurz. Nee, wir machen das so. Deswegen. Lieber nicht. Weil irgendwann ist es dann, beim nächsten Mal ist es dann auf einer Länge. Genau. Das ist immer so blöd, ne? Das sind dann eben diese abgebrochenen Teile. Ja. Genau, das ist nämlich der Mist. Und du freust dich jedes Mal, wenn diese abgebrochenen Teile 1 Zentimeter länger geworden sind. Ja. Und es irgendwann wieder auf einer Länge ist. Ja. Und dann kommst du doch wieder auf den blöden Gedanken, dir einen Pony schneiden zu Genau, das ist dann der nächste Eber. Jetzt genau sind sie lang. Auch, jetzt mach ich einen Pony. Ja. Okay, ich stehe. Er kühlt dein Haar während des Föhnens wunderbar wieder runter. Mega. Hammer. Ding, ne? Hammer. Passt auch total gut zu deiner Haut und zum Lips. Ist auch krass. Ja, jetzt aber wirklich jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin auch so bin wirklich, also ich glaube, ich hatte noch nie so nach dem Friseur, so dass ich wirklich gesagt habe, krass. Echt? Ja, nein, wirklich. Das ist echt heftig. Ich freue mich sehr. So, Leute, es ist fertig. Es schwingt. Es schwingt. Es ist echt wirklich so schön geworden. Schöne weiche Verläufe, wirklich ins Softe übergehen, in diesen beachigen Tönen. Sieht echt schön aus. Ja. Hast du echt schön gemacht, die Nadine. Nadine hat noch ein gutes Ziel für euch. Ja, denn wir suchen Verstärkung für unser Team. Es wäre ganz toll, wenn ihr Interesse habt, meldet ihr euch einfach an mich oder auch an die Martina, je nachdem. Und vielleicht sieht man sich dann bald hier im Laden.
Genau. Da könnt ihr auch ganz viele so nette Mädels bedienen. Ja. Und es gibt noch ein weiteres Gutziele, denn die Nadine hat zu mir gesagt, hey, dann machen wir doch was ganz Besonderes für deine Community. Und zwar bekommt ihr einen Neukundenrabatt, das heißt 10%, ist auch beliebig verfügbar. Ne? Genau. Einsetzbar, beliebig einsetzbar, ja, zeitlich unbegrenzt. Wenn man Martina angibt, hätte ich gesagt, oder? Genau, richtig. Also der Codename ist dann Martina, die Parole. Und dann bekommt ihr 10%. Und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, weil die Haarfarbe ist genau die, die ich wollte. Also ich habe ein Bild gezeigt und das ist ja, ja, das ist ja echt immer eine Sache, dass man diese Haarfarbe auf dem Bild eben hinbekommt. Und es ist super geworden. Gerade jetzt gefällt es auch sehr gut an dir. Ja, das echt ist top aus. Toll. So gerade die Fashion Week. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, gerade jetzt für die Fashion Week dann eben, ne, wo alles sitzen muss. Und das wäre jetzt echt blöd gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Echt, das sieht so hammermäßig aus. Ich bin echt krass. Krass. Bin ich happy. Ich bin echt richtig happy. Voll schön. Danke dir. Die Zähnle, ne? die ist immer so süß mit den Zähnle dann. Ja, ja. Jojo! Oh, das gibt Klicks. Ja. Die Zähnle! Das war an, putzig. Die kleine Maus. Richtig süße Maus. Ja. Eine richtig süße Maus, gell? Ja, du hast so viel zu arbeiten, ne? Ist schon anstrengend, ne? Das stimmt. So, ihr Lieben, ich bin raus. Hier ist übrigens Domani Art of Hair. Kann man sehen? Ja, kann man sehen. Und es sind direkt Parkplätze. Jede Menge Parkplätze vor der Tür. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ja, weil wenn ich schon weiß, ich bin irgendwo in der Innenstadt und ich muss immer die Zeit so einplanen, dass ich erstmal eine halbe Stunde einen Parkplatz suchen muss. Katastrophe, geht bei mir gar nicht. Aber hier gibt es jede Menge Parkplätze. Und ja, es ist wunderschön geworden. Also wirklich, Leute, schaut euch das mal bitte an, wie schön das geworden ist. Ich komme nicht drauf klar. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr aus der Gegend hier kommt, aus Erlangen, Fürth, Nürnberg, Vorheim, Bamberg, Schweinfurt und ihr sucht einen guten Friseur, der Balayage drauf hat, der wirklich das Haar genau wie auf dem Foto hinbekommt, dann macht am besten hier bei Domani Art of Hair einen Termin aus. Es lohnt sich definitiv, ne? Ich finde auch, also ich habe euch die Toilette nicht gezeigt, also das WC. Es ist alles so super sauber und so richtig schön hergerichtet. Also ich bin absolut begeistert und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Besuch. Ja, und jetzt fahre ich erstmal nach Hause, denn es gibt noch einiges an Vorbereitungen und ich muss jetzt dann auch gleich in die Arbeit fahren. Ich muss jetzt erstmal absegnen. Katsche, guck mal, Haare. Oh, Baby. Kaum zu Hause angekommen, muss ich schon wieder los. Jetzt geht's nämlich in die Arbeit und Katschu hasst mich dafür. Die hat jetzt gedacht, sie kann mit mir spielen und sonst irgendwas machen. Ja, das wird noch ein sehr langer Tag. Ja, ich bin jetzt gerade wieder heimgekommen und werde jetzt den Abend... Ja gut, ich werde jetzt gleich noch Fotos bearbeiten, aber ich werde mich jetzt ein bisschen um Katschu kümmern. Ich melde mich auf jeden Fall mit den nächsten Videos, wenn alles klappt, von der Fashion Week, wenn die Planung so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit Videos aus Berlin. Ich glaube, das war grammatikalisch komplett eine Katastrophe, aber ist egal. Also, habt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.